Berlin 1919. Der Reichsarbeitsminister an den Reichsminister des Innern. Die Missstände auf dem Gebiet des Wohnungswesens haben in letzter Zeit eine erhebliche Verschärfung erfahren. In fast allen Teilen Deutschlands besteht ein starker Wohnungsmangel, der insbesondere durch die Rückkehr der Kriegsgefangenen und den ständig wachsenden Zustrom von Flüchtlingen eine dauernde Steigerung erfährt. Die Nachfrage nach Wohnraum übersteigt bei weitem das Angebot. Die Möglichkeit, Teile übergroßer Wohnungen in Anspruch zu nehmen oder ungenutzte Fabrik-, Lager-, Werkstätten-, Dienst-, Geschäfts- oder sonstige Räume zu Wohnräumen herzurichten, hat eine Abhilfe nicht bringen können. Dies hat zur Folge, dass die Unterbringungsmöglichkeiten für die einheimische Bevölkerung weiter erheblich erschwert werden. Ich gestatte mir daher ergebens die Bitte auszusprechen, Maßnahmen zu erwägen, durch die der Zustrom ausländischer Flüchtlinge nach Möglichkeit eingeschränkt wird. Im Auftrage Dr. Geib. Berlin, 1919, Mai. Der preußische Minister des Innern an den Polizeipräsidenten Berlin. Ich beziehe mich auf die Besprechung im Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten und ersuche bei der Ausweisung ausländischer Juden nach folgenden Richtlinien zu verfahren. Erstens, ausländische Juden, die bereits vor oder während des Krieges nach Deutschland gekommen sind und hier ein dauerndes Unterkommen und Arbeit haben, sollen bis auf Weiteres nur ausgewiesen werden, wenn sie sich gegen die Strafgesetze vergangen oder eine Gefährdung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit von ihnen zu befürchten sind. Zweitens, ausländische Juden, welche seit dem Waffenstillstand bis zum 1. April 1919 aus dem Osten nach Deutschland gekommen sind, werden nicht ausgewiesen, sofern sie eine dauernde Arbeitsstelle innehaben und einwandfrei sind. Drittens, haben Sie Ihre Arbeitsstelle verloren, kann von Ihrer Ausweisung Abstand genommen werden, sofern die jüdischen Fürsorgeorganisationen für Ihren Unterhalt sorgen, sodass Sie weder Armenunterstützung noch Erwerbslosenfürsorge in Anspruch nehmen. Gezeichnet Heine. Kiel, Oktober 1919, Telegramm, 5.30 Uhr an Herrn Reichspräsidenten Ebert, Berlin. 3.000 bis 4.000 deutsche Männer und Frauen aller Berufe, einschließlich werktätiger Arbeiter der Stadt Kiel, haben nach einem Vortrag über die Judenfrage einstimmig folgende Entschließung angenommen. Der Reichspräsident wird aufgefordert, unverzüglich Maßnahmen zu treffen, dass Deutsche nur noch durch Deutsche regiert, alle Juden aus den Regierungsstellen entfernt und durch deutschblütige Männer ersetzt werden. Ferner, dass die Grenzen gegen den jüdischen Einwanderungsstrom sofort gesperrt und die in letzter Zeit eingewanderten Ostjuden unverzüglich wieder über die Grenze abgeschoben werden. Es geht nicht an, dass 100.000 deutsche Familien gezwungen sind, auszuwandern, während volksfremde Elemente fortgesetzt eingebürgert werden. Deutschland den Deutschen, Reichshammerbund und Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund, Ortsgruppe Kiel. Bremen, Januar 1920, Weserzeitung. Konzentrationslager für Ausländer? Ersatzmaßnahme anstelle der Ausweisung. Wie wir hören, besteht im preußischen Staatsministerium der Plan, gewisse Kategorien lästiger Ausländer in Konzentrationslagern zu internieren. Es handelt sich um solche Personen, die die polizeiliche Meldevorschriften ungeachtet lassen und die wiederholt durch Übertretungen, notorische Erwerbslosigkeit und so weiter den Behörden zur Last fallen. Gegen derartige Ausländer würde mit Ausweisung vorzugehen sein. Die neuen Maßnahmen sollen in erster Linie diejenigen Ausländer treffen, die praktisch nicht ausgewiesen werden können, weil ihr Heimatland zurzeit durch Deutschland nicht erreicht werden kann oder weil es die Aufnahme seiner Flüchtlinge verweigert. Es wird sich also besonders um russische und polnische Staatsangehörige handeln, gelegentlich auch um Ungarn und Südslawen. An das Gewissen
der Völker. Rede Fridtjof Nansen, erster Hochkommissar für Flüchtlingsfragen vor dem Völkerbund. In Russland gibt es 20 Millionen Männer und Frauen und Kinder, die vom Hungertode bedroht sind. Auf der Landkarte sehen wir die Ausbreitung der Hungersnot im Becken der Wolga, welches am meisten unter der Dürre zu leiden hat. Es war der reichste Bezirk Russlands und die beste Kornkammer von Europa. Und hier ist das Volk jetzt fast gänzlich ohne Nahrung. Im Westteil von Russland hat es in diesem Jahr einen großen Überschuss gegeben, der für Ostrussland verfügbar wäre, wenn wir ihn nur erfassen könnten. Im Ostteil hungern Millionen und machen die undenkbarsten Leiden durch. In einem Staat, der an Russland grenzt, gibt es einen so großen Überfluss, dass Millionen davon leben könnten. In Amerika war ein derartiger Reichtum an Nahrungsmitteln, dass die Farmer die Früchte vom vergangenen Jahr nicht einmal unterbringen konnten. Der Weizen verfault in Speichern, weil er nicht verkauft werden kann. Man denke sich, jemand sähe auf unserem Planeten herab und sähe, wie das Volk an der Wolga am Verhungern ist, wie es sich zu Tausenden seinen Weg über die gefrorenen Straßen sucht, schlecht gekleidet und barfuß, und sähe ganz in der Nähe die vielen Nahrungsmittel, mit denen die Bevölkerung nichts anzufangen weiß. Was würde er denken? Würde er diese Erde nicht für ein Irrenhaus oder für die Hölle halten? Berlin, Reichsministerium des Innern, Beratung betreffend fremdenpolizeiliche Maßnahmen zur Eindämmung der Zuwanderung von Ausländern. Unterbringung lästiger Ausländer in Sammellagern. Der Reichswehrminister hat den dringenden Wunsch, die geplante Unterbringung lästiger Ausländer in einem Sammellager möge in kürzester Frist zur Durchführung kommen. Das Lager Ohrdruf in Gotha ist schon bereitgestellt. Dort können 7000 Personen Unterkunft finden. Die Bewachung des Lagers kann durch Truppen der Reichswehr ausgeübt werden. Für die Unterbringung in Ohrdruf kommen die in Berlin befindlichen lästigen Ausländer in Frage. Die Abschiebung von Berlin bis Ohrdruf kann eisenbahntechnisch sehr gut bewältigt werden. Die Aussicht, dass militärischerseits mit der Unterbringung lästiger Ausländer in einem Sammellager begonnen wird, wird allseits begrüßt. Man verspricht sich von der abschreckenden Wirkung dieser Maßnahme besonderen Erfolg und es wird eine Verminderung des Zustroms von Ausländern nach Berlin erwartet. Die Unterbringung wird einige Schwierigkeiten bereiten. Der Aufenthalt einer großen Zahl beschäftigungsloser, untätiger Personen in den Sammellagern wird zu Missständen führen. Es ist mit Bestechungen des Überwachungspersonals zu rechnen. Die Durchführung macht eine ausreichende Bewachung des Lagers erforderlich. Das Reichsministerium des Inneren vertritt den Standpunkt, dass die Länder an der Übernahme der Kosten zu beteiligen ist. Was die Verpflegung betrifft, so teilt der Vertreter des Auswärtigen Amts mit, dass jüdische Fürsorgeorganisationen planen, dass zur besseren rituellen Verpflegung der Juden private Mittel bereitgestellt werden. Den Bedenken, ob eine menschenwürdige Unterbringung in den Sammellagern gewährleistet ist, hält der Vertreter des Polizeipräsidiums Berlin entgegen, dass solche Ausländer, die zurzeit ein äußerst mangelhaftes Unterkommen in Berlin gefunden haben, ihre Unterbringung in einem Sammellager als eine Verbesserung ihrer Lage empfinden müssen. Es ist notwendig, sich nicht mit der Einrichtung eines einzigen Lagers zu begnügen. Es wird befürchtet, dass sich der Zustrom der Ausländer von dem Land, in dem das Lager liegt, den restlichen Ländern zuzuwenden und sich dort die Missstände verschärfen. Es sind mehrere Lager in verschiedenen Ländern einzurichten. Es wird vorgeschlagen, zur Erleichterung der Überwachung ein Lager auf einer Insel, etwa Stralsund, zu wählen. An den Hohen Senat der Freien und Hansestadt Bremen. An den Hohen Senat von Bremen gestatte ich mir ganz besonders gehorsamst die nachstehende Bitte zu richten. Ich bin ein unglücklicher Flüchtling, der vor 2,5 Jahren mit Frau und 4 Kindern im Alter von 2,5 bis 8 Jahren
aus Krasnow bei Oberschlesien infolge eines polnischen Überfalls flüchten musste. Wir konnten nur das nackte Leben retten. All unser Hab und Gut, das nicht unbeträchtlich ist, ist ein Raub der polnischen Plünderer geworden. Als wir nachts über die Grenze flüchteten, standen wir ratlos da. Wir taten das, was die anderen taten. Wir suchten Zuflucht in Deutschland bei Verwandten, die schon seit Jahren hier Gastfreundschaft genießen und sich diese auch stets würdig erwiesen haben. Seit 3/4 Jahren bin ich als lästiger Ausländer hier ausgewiesen und die Hohe Senatskommission hat wiederholt, entgegenkommenderweise, den Aufenthalt verlängert. Jetzt soll ich nun endgültig Bremen verlassen. Ich habe mich redlich bemüht, in Achim oder in Delmenhorst und auch in Berlin Unterkunft zu finden, leider vergeblich. Ich kann keine Wohnung bekommen. Hier in Bremen habe ich bei meiner Schwägerin, Frau Timberg, ein Zimmer in ihrer Dreizimmerwohnung abbekommen. Die Küche benutzen wir gemeinsam. Meinen Verdienst habe ich bei der Firma Niebank. Ich arbeite von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr abends, um meiner Familie den Lebensunterhalt zu verdienen. Meine Steuern zahle ich redlich. 2 meiner Kinder besuchen die Schule am Postweg und lernen gut. Ich weiß wohl, dass es in Deutschland zurzeit keinen Überfluss an Wohnungen und Arbeitsgelegenheiten gibt, aber es ist doch zu berücksichtigen, dass ich mich in einer besonders schwierigen Notlage befinde, denn ich sehe keinen Ausweg und keinen Rettungsanker, wohin ich mich auch wenden mag. Ich bitte den Hohen Senat, Gnade für Recht ergehen und mich hier wohnen zu lassen. Ich bin nicht vorbestraft und hoffe auch in Zukunft makellos durchs Leben gehen zu können. Ich bitte das Odium der Ausweisung und damit das drohende Unglück der Heimatlosigkeit von mir abzuwenden. Dadurch würde der Hohe Senat frohes Glück bringen, einer vom Unglück hart betroffenen Familie, die einstmals bessere Tage gesehen und darum das Unglück der Obdachlosigkeit doppelt schmerzlich empfindet. In wenigen Tagen soll ich mit meiner Familie das gastliche Haus meiner Schwägerin bzw. das bremische Gebiet unter allen Umständen verlassen. Unter allen Umständen. Ich flehe den Hohen Senat an, mich nicht in den kalten Winter hinauszustoßen und vor allem mich nicht der polnischen Willkür auszuliefern. Es ist ja genügend bekannt, dass die Juden als deutsch sprechende und deutschfreundlich Gesinnte von den Polen besonders hart angefasst werden. Ich wage zu hoffen, dass dieses Bittgesuch eine wohlwollende Erledigung finden wird und verharre eines Hohen Senats gehorsame Chaim Jassan. Herrn Senator vorgelegt. Ich beziehe mich auf die Vorgänge und die wiederholt abgelehnten Gesuche des Jassan. Polizeipräsident Petri. Senatsprotokoll, Ausweisung des Produktenhändlers Chaim Jassan aus dem bremischen Staatsgebiet. Herr Senator von Spreckelsen für die Polizeikommission berichtet über ein erneutes Gesuch des als lästigen Ausländers ausgewiesenen Chaim Jassan um die Aufhebung des gegen ihn erlassenen Ausweisungsbeschlusses. Herr Senator berichtet über die Sachlage und beantragt, dem Gesuchsteller Jassan eröffnen zu lassen, dass es bei dem Ausweisungsbeschluss sein Bewenden behalten muss. Beschluss des Senats nach Antrag an die Regierungskanzlei zur weiteren Veranlassung. Regierungskanzlei Bremen an Herrn Chaim Jassan. Auf Ihr an den Senat gerichtetes Gesuch um Aufhebung gegen den Sie erlassenen Ausweisungsbeschlusses wird Ihnen mitgeteilt, dass der Senat Bremen das Gesuch abgelehnt hat. Gezeichnet Dr. Völkers. Damit ist der Fall abgeschlossen. Berlin, Kriegsministerium Preußen an das Reichswehrministerium Berlin. Als besonders geeignet zum Internieren der lästigen, fremdstämmigen Personen hat sich die Insel Rügen herausgestellt, auf der noch eine Anzahl Baracken steht und auch, weil sich auf der Insel die Absperrung und Abschiebung besonders günstig vollziehen lässt.
Es wird um möglichst baldige Mitteilung gebeten, ob die Baracken zur Verwahrung überlassen werden können, gezeichnet Bauer. Bremen, die Polizeidirektion. Richtlinien für die Ausweisung lästiger Ausländer. Die andauernde Notlage des Staates und die besondere Anziehungskraft, die Bremen mit seinen Häfen auf die Ausländer ausübt, erzwingt den Aufenthalt in Bremen auf solche Ausländer zu beschränken, deren Zuwanderung und Aufenthalt im bremischen Staatsgebiete als erwünscht angesehen werden kann. Die Zuwanderung anderer Ausländer muss unterbunden werden. Die Ausweisung aus dem bremischen Staatsgebiet ist zulässig, erstens, wenn ein Ausländer A. wegen eines Verbrechens oder Vergehens rechtskräftig verurteilt worden ist oder der dringende Verdacht eines Verbrechens vorliegt. B. wegen Lebensmittelwuchers rechtskräftig verurteilt worden ist oder solcher strafbarer Handlungen dringend verdächtig wird. C. ohne vorgeschriebene Legitimationspapiere, Reisepässe, Personalausweise, Einreisevermerke in das bremische Staatsgebiet gelangt ist. D. sich gegen die polizeilichen Wohnungs- und Meldevorschriften vergangen hat. Die Ausweisung ist auch vor Verbüßung einer Strafe zulässig. Zweitens bei sonstiger Lästigkeit. A. wenn gegen einen Ausländer der Beweis oder der dringende Verdacht staatsfeindlicher politischer Betätigung vorliegt. B. wenn die Beteiligung an Schiebergeschäften, sei es auf den Gebieten der Ernährung, des Gold-, Silber- und Juwelenhandels stattfand, auch ohne dass eine Verurteilung erfolgt ist. C. wenn ein Ausländer sich gegen die Zoll- und Steuergesetze vergeht. D. wenn ein Ausländer sich ohne Genehmigung selbstständig in den Besitz von Wohnraum setzt oder sein Verbleiben im Interesse deutschstämmiger Wohnungs- und Arbeitssuchender nicht wünschenswert ist. E. wenn ein Ausländer für das deutsche oder bremische Wirtschaftsleben eine Belastung bedeutet. F. wenn ein Ausländer sich ohne eine Tätigkeit im bremischen Staatsgebiet aufhält. G. die öffentliche Gesundheit oder Sittlichkeit gefährdet. H. sonst lästig fällt. Gesuch des ukrainischen Staatsangehörigen Daniel Ilkowitsch um Aufschiebung seiner Ausweisung aus dem bremischen Staatsgebiet. An den Hohen Senat der Freien Hansestadt Bremen. Hoher Senat, der ganz ergebenst unterzeichnete Arbeiter Daniel Ilkowitsch, Fabrikstraße 7, bittet um Prüfung des Folgenden. Ich bin österreichischer Flüchtling und seit März hier in Deutschland. Hier habe ich Arbeit in der Jutespinnerei in Bremen und kann meinen Unterhalt wohl verdienen. Es sind zwei Schwestern in Amerika verheiratet. Diese wollten mich herüberkommen lassen. Es wäre dann in ausreichender Weise für mich gesorgt. Vorläufig muss ich die Antwort und das Geld, welches sie mir zur Reise schicken wollen, noch abwarten. Falls ich jetzt sofort aus Bremen ausgewiesen werde, wüsste ich nicht, wohin ich mich wenden sollte. Es wird gebeten, mir zu gestatten, vorläufig noch in Bremen wohnen bleiben zu dürfen, und zwar wenn möglichst 3 Monate. Ganz ergebenst, Daniel Ilkowitsch. Bericht Polizei, Abteilung 3. Der ukrainische Staatsangehörige Daniel Ilkowitsch ist zuerst im März nach Bremen zugezogen, nachdem er als Internierter aus dem Lager Celle entlassen war. Da er ohne Zuzugsgenehmigung und ohne Vermittlung hier in der Jutespinnerei Arbeit angenommen hatte, wurde gegen die Weiterbeschäftigung vom Arbeitsamt Einspruch erhoben. Ilkowitsch wurde daher aufgefordert, innerhalb von 8 Tagen Bremen zu verlassen, und er ist am 4. Mai nach Oldenbrocken verzogen. Am 22. Juni reiste er erneut wieder nach Bremen und er wurde nochmals aufgefordert, Bremen wieder zu verlassen. Auf ein Gesuch wurde ihm eine letzte Frist bis zum 1. Juli gegeben. Er ist dann nach Köln gereist. Im folgenden Jahr, am 28. April, kam Ilkowitsch wieder zur Anmeldung und ihm ist erneut der Aufenthalt in Bremen untersagt worden, da die ständig wachsende Arbeitslosigkeit in Bremen einen weiteren Aufenthalt nicht erlaubt. Ilkowitsch versucht immer wieder, hier fest Fuß zu fassen. Wenn er die Absicht hat, nach Amerika auszuwandern, so mag er die Ausreise an einem anderen Ort abwarten, da Bremen ohnehin schon von Ausländern überflutet wird. Das Gesuch an den Senat
kann die Polizeiabteilung nicht befürworten. Abteilung 3, Löhmann. Dem Senat dürfte die Ablehnung des Gesuchs zu empfehlen sein. Von Spreckelsen, Senator. Senator Hobelmann. Einverstanden. Senator Knief. Einverstanden. Senator Stichnart. Einverstanden. Die Regierungskanzlei an Herrn Daniel Ilkowitsch, Bremen. Auftragsgemäß wird Ihnen mitgeteilt, dass der Senat Ihr Gesuch um weitere Aufenthaltserlaubnis für Bremen ablehnt. Dr. Völkers. Der Fall ist beizulegen. Januar 1921, an den Reichsminister der Innern, Dr. Koch, Herr Minister, wir Unterzeichnete bitten Sie dringend, sich mit allen Kräften und zu Gebote stehenden Mitteln dafür unverzüglich einzusetzen, dass endlich unser kleines und noch übrig gebliebene Deutsches Reich von den jeden Deutschen anekelnden Ostjuden, Polen und Galizianern befreit wird. Wie ist denn das bloß möglich, dass die Parasiten zu Hunderttausenden unser Land und vor allem die Städte Berlin, Breslau und so weiter, wo sie sehr gut und sehr leicht untertauchen können, wuchern und schieben, überschwemmen und hier in einigen Wochen Wohnungen bekommen, während unzählige Deutsche auf der Straße liegen. Diese Saujudenbande, die arbeitet nicht, sondern schachert und schiebt nur, weshalb die Preise immer weiter nach oben steigen. Kennen Sie, Herr Minister, einen Juden, der produktive Arbeit leistet? Ihr wisst nicht. Ist denn ein Jude Bergarbeiter oder sonst vielleicht ein kleiner Beamter? Nö, da denkt er nicht dran. Das Geschäft, das bringt ihm nichts ein. Der schachert und schiebt lieber. Fängt am Alex und den Scheunviertel an und endet nach ein paar Jahren auf dem Kudamm. Dieses Unkraut, das nagt wie ein faulender Pelz am deutschen Volkskörper und keiner von denen da oben in der Regierung hat den Mut, mal ein Machtwort zu sprechen. Wir bitten Sie nochmals dringend, Herr Minister, entfernen Sie das Gesindel schleunigst, sonst verzweifeln auch wir Arbeiter, die wir gerne weiter im Staat in Ruhe und Ordnung unserer Arbeit nachgehen und am Wiederaufbau arbeiten. Hinaus mit der Bande! Ergebenst, Arbeiter der Betriebe Siemens und Halske, Schuckert und Löwe. Bremen, Polizeidirektion, an Regierungsrat Lührmann, Abteilung 3, geheim, persönlich. Dem Gedanken der Abschiebung von lästigen Ausländern an ein preußisches Sammellager müsste näher getreten werden, denn mit der Ausweisung aus dem bremischen Staatsgebiet ist nicht viel erreicht. Gezeichnet Abteilung 4. 14. Februar an Regierungsrat Dr. Pott. Eine Unterbringung in einem Sammellager ist, besonders wenn es sich um Familien handelt, auch für Bremen erwünscht. Gezeichnet Lazarewitz, Abteilung 3. 17. Februar an Herrn Präsidenten. Die Abschiebung von Ausländern würde sich wesentlich vereinfachen, wenn Bremen sich an dem preußischen Sammellager beteiligen würde. 24. Februar an Senator von Spreckelsen. Die Abschiebung hier ausgewiesener Ausländer in Sammellager dürfte ebenso im preußischen und Reichsinteresse liegen wie im bremischen. Als Sammellager kommen Cottbus-Sino und Altkunen in Frage. An den Kosten wird sich Preußen unbedingt beteiligen müssen. Petri, Polizeipräsident. 9. März, Staatsrat Tack an Herrn Senator von Spreckelsen. Die ganze Sache muss als ein Interesse Preußens hingestellt werden, dem Bremen Rechnung tragen will. Der Transport und die Unterbringung muss gewissermaßen zum preußischen Verwaltungsakt werden. Sonst bekommen wir die ganzen Kosten aufgehalst. Dr. Tack. Einverstanden, Senator Spreckelsen. Senatskommission für Reichs- und Auswärtige Angelegenheiten Bremen, Senatspräsident Donand an, den preußischen Minister des Innern Berlin. Auszug. In der Regel werden die Ausgewiesenen über die bremische Grenze in das preußische Gebiet abgeschoben. Die Folge ist, dass die Ausgewiesenen in den Großstädten verschwinden und ihr Unwesen weitertreiben, sodass sie oftmals der preußischen armen Verwaltung zur Last fallen.
Der Senat Bremen ersucht zu prüfen, ob nicht die aus dem bremischen Staatsgebiete ausgewiesenen Personen einem dortigen Sammellager zugeführt werden können. Bei der Kostenverrechnung dürfte dabei jedoch grundsätzlich davon auszugehen sein, dass Preußen daran zu beteiligen ist. Berlin, 30. April. Der Minister des Innern an die Polizeikommission zu Bremen. Auf das gefällige Schreiben beehre ich mich, ergebens zu erwidern, dass ich grundsätzlich bereit bin, Ausländer, die aus dem bremischen Staatsgebiet ausgewiesen worden sind, im Sammellager Cottbus Silo aufzunehmen. Die durch die Unterbringung entstehenden Kosten werden jedoch ausschließlich von Bremen getragen werden müssen. Gezeichnet Lörs. Polizeidirektion Kriminalabteilung an Abteilung 7. Ist die Höhe der durch die Unterbringung entstehenden Kosten bekannt? Nein, Abteilung 7. Bremen, Dezember, Senatskommission für Reichs- und Auswärtige Angelegenheiten an den preußischen Minister des Innern Berlin. Bei unserer Anregung, die aus dem bremischen Staatsgebiet ausgewiesenen Ausländer, die zum großen Teil aus den Ostländern sind, dem Sammellager Cottbus Silo zuzuführen, ist davon ausgegangen worden, dass diese Zuführung im preußischen Interesse liegt. Es wird dadurch verhindert, dass die Ausgewiesenen in den Großstädten immer wieder untertauchen und ihr Unwesen weitertreiben. Die ganze Maßnahme erfolgt daher in erster Linie im preußischen Interesse. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass Bremen die Kosten nicht allein tragen kann und dass eine Beteiligung von ihrer Seite vorausgesetzt wird. Sollte die Beteiligung an den Kosten abgelehnt werden, so muss es bei den bisherigen Verfahren bleiben. Eine Grenze für die Kostentragung wäre, dass Bremen die Kosten des Transports nach dem Lager tragen würde. Wir ersuchen ergebens um nochmalige Prüfung, gezeichnet Senatspräsident Dr. Donner. Berlin, Januar, der Minister des Innern an die Senatskommission für Reichs- und Auswärtige Angelegenheit Bremen. Die Zuweisung aus Bremen ausgewiesener Ausländer, lästiger Ausländer, das Sammellager zu Cottbus Silo, liegt in erster Linie in bremischem Interesse. Ich bin der Meinung, dass es nicht angängig ist, die aus einem Lande ausgewiesenen lästigen Ausländer einem benachbarten Lande aufzubürden. Vielmehr hat jedes Land die Pflicht, diejenigen Vorarbeiten, die eine Abschiebung eines Ausländers ermöglichen, selber vorzunehmen. Falls in der Frage der Tragung der Internierungskosten das erwartete Entgegenkommen nicht gezeigt wird, dürfen in Zukunft nur noch solche Ausländer auf preußisches Gebiet überstellt werden, die Besitzer ausreichender Ausweispapiere sind und mühelos weitertransportiert und ihren Heimatstaat übergeben werden können, im Auftrag Lörs. Regierungspräsident Kassel an die Polizeikommission Bremen. Der österreichische Staatsangehörige Wilhelm Aschenbrenner ist auf Ersuchen der Polizeikommission Bremen wegen Passvergehens als lästiger Ausländer ausgewiesen und von Bremen über Hannover, Erfurt nach Plauen im preußischen Gefangenensammelwagen transportiert worden. Die entstandenen Transportkosten sind auf die einzelnen Gebiete, die von dem Transport berührt worden sind, anteilig zu tragen. Es entfallen pro Kilometer 12 Reichspfennig, also auf Bremen 6 mal 12 macht 72 Reichspfennige. Ich ersuche diesen Betrag an die hiesige Regierungshauptkasse einzuzahlen. Lieber Mann. Vorwärts. Abendausgabe. Internierungslager Stargard. Überaus skandalöse Zustände herrschen in dem Internierungslager Stargard. Es handelt sich um ein Internierungslager ganz eigener Art. Es ist weder für Verbrecher noch für Gefangene, sondern für Leute, zu deren Freiheitsberaubung eigentlich gar kein Grund vorliegt. Eine große Anzahl Ostjuden sollte als lästige Ausländer ausgewiesen werden. Da aber die Ausweisung wegen der Grenzsperre der östlichen Staaten unmöglich war, so ist die Regierung dazu geschritten, Internierungslager zu errichten. Aber nicht nur, dass man Leute hier zusammenpfercht und ihre Freiheit beraubt, deren einziges Verbrechen darin besteht, Ausländer zu sein, setzt man sie auch einer gemeinen und skandalösen Behandlung aus. Misshandlungen
Seitens der Wachmannschaften sind gang und gäbe. Mist, Vieh, Saujud und so weiter sind die normalen Anreden. Die jüdische Arbeiterstimme veröffentlichte folgende Episode. Vor einigen Tagen brach im Lager Stargard in einer Baracke ein Brand aus. Da die Barackentüren verschlossen waren, wollten die Internierten zum Fenster hinausspringen. Die Wachposten bedrohten sie daraufhin mit Erschießen. Da keinerlei Löschgeräte vorhanden waren und bereits mehrere Personen schwere Brandwunden erlitten hatten, wagten die Unglücklichen doch den Sprung aus dem Fenster. Die ersten, die heraussprangen, wurden jämmerlich misshandelt. Die Wachposten schlugen mit Kolben auf die Internierten ein. Das wenige Hab und Gut, ihre Kleider, Geld und Papiere sind verbrannt. Mehrere Internierte liegen mit schweren Brandwunden im Lazarett. Ein Feldwebel erklärte, dass beim nochmaligen Brand niemand herausspringen würde. Die Juden sollen ruhig verbrennen. Wir verlangen, dass die Regierung sofort eine scharfe Untersuchung dieser Umstände einleitet. Das wäre umso gerechtfertigter, als es sich bei der Mehrzahl der Internierten um jüdische Arbeiter handelt, die während des Krieges aus Polen zur Zwangsarbeit nach Deutschland hineingeschleppt wurden und die nun noch dafür misshandelt werden, dass sie während des Krieges als Bürger anderer Staaten für Deutschland arbeiten mussten. Berlin. Korrespondenzblatt des Zentralbüros für jüdische Auswanderungsangelegenheiten des Hilfsverbands der deutschen Juden, Ausgabe April 1924. In Hamburg und Bremen befinden sich bereits längere Zeit eine Anzahl russischer Immigranten, deren Reiseziel die Vereinigten Staaten bilden, die aber ihre Ausreise noch nicht antreten können, weil die Quote erschöpft ist. Es handelt sich um 175 Personen in Hamburg, darunter ein Drittel Kinder, und um 300 Personen in Bremen. Die Auswanderer sind in den Hamburger Auswanderungshallen und im Lloydheim in Bremen untergebracht. August 1924, Unterrichtskanzlei, an die Inspektion der Volksschulen. In letzter Zeit sind mehrere Kinder russischer Art, etwa 30 in der Regensburger Straße, angemeldet. Diese Kinder sind des Deutschen so wenig mächtig, namentlich können sie auch die deutschen Buchstaben nicht, dass sie dem Unterricht in keiner Klasse auch nur einigermaßen folgen können. Sie haben keinen Nutzen von ihrem Schulbesuch und stören durch ihre Passivität den Unterricht. Ich stelle deshalb den dringenden Antrag, diese Kinder in einer Sonderklasse zu vereinigen, bis sie einigermaßen Deutsch, namentlich Lesen, gelernt haben. Schulräume stehen für die Klasse zur Verfügung, gezeichnet Grotjan. Januar 1925 an Herrn Polizeipräsidenten. Ob und wann die hier untergebrachten Russen zur Auswanderung kommen, steht noch nicht fest. Es können noch Jahre vergehen, bevor die hier befindlichen abtransportiert sind. Eine Heraussetzung der amerikanischen Einwanderungsquote wird kaum in Frage kommen, da die Regierung weiterhin bestrebt ist, wegen der bolschewistischen Gefahr, Russen aus dem Lande fernzuhalten. Benannte Personen haben feste Arbeit angenommen. Es ist zu erwarten, dass diese Leute, wenn sie erst festen Fuß gefasst haben, Bremen überhaupt nicht wieder verlassen, sondern sich hier niederlassen. Dem muss vorzubeugen sein, zumal bekannt ist, dass Juden nicht gern körperliche Arbeit verrichten und sich lieber mit dem Handel durchs Leben schlagen. Herbig. April 1925 an den Polizeipräsidenten. Verbleib der russischen Auswanderer im Lloydheim. Zurzeit befinden sich noch 163 russische Juden im Lloydheim. Im letzten Quotenjahr sind weggekommen und kommen noch fort 130. Nach Nordamerika 78, nach Südamerika 7, nach der Heimat 29, nach Mexiko 14, gestorben 2. Die Insassen des Lloydheims haben ihre Pässe nicht in Händen, sie befinden sich auf dem Büro. Ohne Zustimmung der Polizeidirektion wird kein Pass ausgehändigt. In Arbeit treten dürfen diese Leute nur mit Genehmigung des Landesarbeitsamtes. Bisher ist es in ganz wenigen Fällen eingetreten, nämlich nur zur Beschäftigung in der Jutespinnerei für Arbeiten, für die sich kein Deutscher hergibt. Es ist Vorsorge getroffen, dass es den Russen unmöglich ist, hier festen Fuß zu fassen oder gar der Fürsorge zur Last zu fallen. Lührmann, Abteilung 3. Januar 1926 an den Polizeipräsidenten.
Am 1. Februar 1926 werden noch 101 Juden im Leutheim sein. Abteilung 3, Lührmann. November 1926. Es befinden sich noch 68 dieser Leute, Russen, welche im Leutheim untergebracht sind. Voraussichtlich werden die letzten Ende 1927 fahren können. Schwierigkeiten haben sich hier nicht ergeben. Lazarewitz. August 1927. Es wohnen noch 41 russische Juden, 16 Männer, 21 Frauen, 4 Kinder im Leutheim. Bollmann. Juli 1928. Es befinden sich noch 37 russische Juden im Leutheim, davon 3 Kinder. Es ist Aussicht vorhanden, dass dieselben noch in diesem Jahr ausreisen werden. Schwierigkeiten haben sich nicht ergeben. Lazarewitz. Juli 1929. Es befinden sich noch 23 russische Juden im Leutheim. Bollmann. Januar 1930. Es wohnen noch 11 russische Juden im Leutheim. 5 Männer, 5 Frauen, 1 Kind. Zusammen 11 Personen gegen 448 Personen im Juni 1924. Lazarewitz. Juli 1931. Bollmann. Es sind alle Juden abtransportiert.